Hey, ich bin Anna. Und hier bin ich aufgewachsen. In Heimat. Das ist ein kleines Dorf auf dem Land, das immer alles hatte, was man zum Leben braucht. Als ich mit der Schule fertig war, wollte ich erstmal die Welt sehen. Und habe in großen Städten gewohnt und gearbeitet. Da habe ich auch meinen Partner kennengelernt, mit dem ich heute noch zusammen bin. Zu Hause in Heimat war ich nur noch, um meine Eltern zu besuchen. Aber im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, wie sich der Ort immer mehr verändert. Ein Neubaugebiet ist am Ortsrand entstanden. Und das, obwohl so viele Häuser im Dorf leer stehen. Um den Marktplatz herum wird es dabei immer ruhiger. Die Leute kaufen lieber in der Stadt ein, wenn sie mit dem Auto von der Arbeit nach Hause fahren. Der Metzger hat schon zugemacht. Und wie lange es den Bäcker noch gibt, keine Ahnung. Für die, die mobil sind, ist es ja egal. Aber wenn ich an unsere alte Nachbarin denke, ich selbst wohne jetzt fast seit 10 Jahren nicht mehr in Heimat. Und so langsam bekomme ich ein bisschen Heimweh. Wenn ich mal Kinder habe, möchte ich, dass sie so eine schöne Dorfkindheit haben können wie ich. Ich könnte sogar von zu Hause aus arbeiten. Und ich glaube auch, mein Freund hat den Großstadtrubel langsam satt. Meine Eltern wollen unbedingt, dass ich zurück nach Heimat komme. Aber ich weiß nicht. Viele Häuser sind total baufällig. Der Sportverein ist ausgestorben. Und selbst den Brunnen haben sie jetzt abgestellt. Aber da muss doch was zu machen sein. Vielleicht könnte ich versuchen, wieder ein bisschen mehr Leben nach Heimat zu bringen. Vielleicht finden sich ja noch ein paar Leute, die sich engagieren wollen und tolle Ideen haben. Du vielleicht? Hast du Lust, etwas für deine Heimat zu tun? Ach übrigens, wir haben uns jetzt das kleine lila Häuschen da am Marktplatz gekauft. Nee, doch nicht das. Ja, genau, das. Fortsetzung folgt. Nur mit dir.